Hallo und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ja, wir sind wieder hier in dem japanischen Garten. Es regnet und wir haben einen Regenschirm. Cool. Wir müssen anscheinend wieder zurück zu Amanda, wo auch immer sie sein mag. Da hinten, oder? Da steht was. Ist das quasi so unsere Urmutter? Hat sie uns hergestellt? Hallo, Amanda. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Im Regen. Irgendwie ist sie creepy. Warum steht die denn da so rum? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Ja. Pragmatisch erklären, keine Entschuldigung. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Ja. Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Ich wollte sie ihm retten. Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. Okay. Mach ich. Dann treten wir mal aus. Mittlerweile sind wir befreundet mit Hank. Das ist schön. Suche nach Leutnant Anderson. Hier wohnt er also. Wir schauen uns aber erstmal um. Ein bisschen was herausfinden über seinen Wagen. Okay, ich sehe nicht sehr viel. Kann ich hier durchgucken? Okay, vermutlich wird er uns gleich nicht die Tür aufmachen. Vielleicht kann man was von hier aus sehen. Da ist der Hund. Hundi, hallo. Ich hoffe, der erschreckt sich gleich nicht, wenn wir kommen. Oh nein! Hank ist ohnmächtig. Oh. Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Süß. Schau nach Hank. Was hast du denn gemacht, hm? Oder der schläft nur. Oh nein! Oh.
Magnum, ein Revolver. Aber es ist noch eine Kugel übrig. Er hat sie nicht verwendet. Schottischer Whisky? Na super, der hat sich versoffen. Ja, der ist auf jeden Fall alkoholisiert. Leichte Arrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Ein bisschen Unregelmäßigkeiten im Herz. Lieutenant! Aber eine Alkoholvergiftung. Er hat sich aber nicht erschossen. Das ist gut. Aufwachen, Lieutenant! Oh. Ich bin es, aufhelfen. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl auslüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das hat nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Süß. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Ich hoffe, er wird nicht gefährlich. Hey, ja, ja, hey. Bring Pank ins Badezimmer, ja. Schuhe, Kassi! Guter Hund! Kassi! Guter Hund! Nein, ich glaube, Sumo merkt schon, dass wir nur helfen wollen. Ich glaube, ich muss kotzen. Na, bitte nicht bei mir. Na, ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Doch, doch, bitte ins Bad. I'm not grumpy. Oh, was steht da? Oh, ich will das lesen. Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Oh, der Arme. Oh Gott. Was machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nein, wir sind ein Team. Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Manchmal muss man aber auch ehrlich sein. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter genau. Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Nein. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Aber ich wollte das hier einmal lesen, was hier am Spiegel steht. Mit Grumpy und so. Geht das? Nee, Kamera, Moment. Nee, kann man nicht reinzoomen, ne? Was steht da? I'm not grumpy. I just... Ah, das ist, kann ich nicht lesen. Vielleicht so, mehr? I just don't... be... Okay. I just don't like you, okay. Shaming or not. Keep smiling. Siehst du das, was der sich hier alles aufschreibt? Okay, im Schlafzimmer ein paar Klamotten holen. Was möchten Sie anziehen? Ist egal. dann darf ich es abends aussuchen. Ich würde sagen, ein Hippie. Damit wird er bestimmt freundlicher. Ich hoffe, er mag mich danach noch. Er hat gesagt, scheißegal. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Nee, dem geht's nicht gut. Erfahre mehr über Hank, das ist unsere Chance. Präsidentin Warren spricht.
sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus. Was gibt's denn hier zu entdecken? Hier ist die Eingangstür. Oh, sein Laptop. Da können wir aber nichts machen. Oh ja, streichen wir mal Hundi. Eskalation des Konflikts. Viele Experten befürchten nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag wahrscheinlicher wird. Ja, braver Hund. Auch schon alt und müde. Hank liebt Jazz. Oh ja, ich auch. Jazz ist einfach schön. Autumn Blues, Michigan Brothers. Hank liebt Jazz. Können wir den nicht reintun und ein bisschen Musik machen? Was gibt's denn in der Küche zu finden, außer dass er Jazz und Whisky mag? Und Hamburger. Und Fast Food. Oh. Verstorben. Cole Anderson. Hank hat seinen Sohn verloren. Wahrscheinlich durch einen Androiden. Weswegen er Androiden eben nicht mag. Ich dachte eher an einen Partner, den er verloren hätte, aber vielleicht ist es ja wirklich der Sohn. Oh, die Waffe. Warte. Geh da hin. Frage. Nichts sagen. Wir fragen. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Haha. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Oh. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Russisches Roulette. Zum Eden Club aufbrechen. Hank ist bereit. Okay. Was sagt denn die Statistik? 89% haben das Bild gefunden. Mhm. Hanks Hund beruhigen 91%. Okay. Na gut, das war jetzt ganz solide. Na gut, dann geht's mal weiter. Ach ja, wir wollen ja einbrechen. Und stehlen. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Ich hoffe, wir überleben das. Okay, Folge North. Auch noch nichts für mich zu tun. Dann folgen wir ihr weiter. Oh, da sind welche. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Okay, weiter folgen. Hören die das denn nicht?
Wir folgen North, deswegen rennen wir hier lang. Okay, es geht weiter mit Folgen. Marcus, komm hier hoch. Folge Simon oder Folge North? Folge, aber Simon ritt alleine. Simon. Ach, da hinten, okay. Das Lager ist da kommen. Dieser Kaster. Das war bisher noch zu einfach. Beseitige die Drohne. Wie? Okay. Gucken wir mal, wenn wir da durchrennen, was passiert? Das wäre zu hoch. Na gut, dann eben nicht. Dann gehen wir eben hier hoch. Oh, wir müssen uns dann beeilen, zeitlich. Das wäre auch zu hoch. Moment, so. So, jetzt. Dann eben hier weiter. Ey! Achso, dran springen. Und dann dahin. Wäre zu weit. Einmal hier noch hier dran. Und dann berechnen. Dann fallen wir nach unten. Na gut. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Okay, North mag uns. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Wo sind die anderen Kisten, die ich nehmen kann? Ach, hier hinten. Was sieht sie? Oh. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Nein. Gottverdammte Maschine. Wo ist der diesmal? Umbringen, was habe ich noch? Nehmen und verstecken. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Warten. Erst die Drohne, dann das. Echt super. Steck den Rest ein und dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Okay, das hat gut funktioniert. Er hat uns nicht verpetzt und wir waren soweit gerettet.
Okay. Oh nein, wir müssen da rein. Na, aktiviere. Sind hier die Körperteile drin? Ach, ganz viele Körper. Warum seid ihr nicht Fifi hier? Wollt ihr denn nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Manche wissen aber gar nichts mit ihrer Freiheit anzufangen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Ich hoffe, die machen jetzt keine Probleme. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Wir nehmen sie dich kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo und du kannst Schlüssel? Das. Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Schlüssel holen, wir gehen. Wir gehen, denn wir haben nicht mehr wie nötig. Zu hohes Risiko. Was wir haben, reicht. Ja. Auch wenn uns North nicht mag. Ist der schnellste Weg raus. Okay, dann also los. Man will ja auch nicht alles stillen. Wir holen uns nur das, was wir auch brauchen. Wir wollen ja nicht übermütig werden. Wir haben blaues Blut und Biokomponenten. Das wird für uns alle reichen. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. North mag uns wieder. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Nicht, dass er übermütig wird, aber er hat natürlich recht.
Ersatzteile. Jerichos Held. Huiuiui, auch so viele Möglichkeiten. Okay. Wir haben ja erstmal alles soweit gemacht, was man tun könnte. Dann haben wir Cyberlife erreicht und die Suche fortgesetzt. Freien. Wenn wir angenommen hätten, dann wäre die Gruppe entweder mit vollen Taschen zurückgekehrt oder nicht, oder wären auch welche gestorben. Na gut. Wir konnten auf jeden Fall jetzt Jericho helfen und wie man gerade sah, sehnt ihr zu uns hinauf. Wir sind ein Held. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.